Hallo und willkommen zu diesem Review. Ich bin der Finti und heute geht es mal um ein Umsteiger-Pod-System, und zwar von Dabon Acid. Es ist ein Umsteiger-Pod und den schauen wir uns mal an, was er dann so alles kann. Ja, in diesem Karton wird er geliefert, der Dabon Pod-System. Der Acid, hier sind ein paar Spezifikationen drauf und ja, Social Media Daten, Warnhinweise. Ja, wir schauen jetzt mal rein, was da so alles drin ist. Ja, wenn wir den aufmachen, haben wir ja so ein paar Sprüche, hier eine Abdeckung. Ich habe das Gerät jetzt hier in Schwarz. Wir schauen mal hier weiter rein, was da sich noch drin verbirgt. Eine Anleitung, und zwar, da haben wir hier Französisch, Englisch, Deutsch. Wo haben wir denn Deutsch? Andere Seite, das andere. So, hier haben wir das. Na, hier ist so alles aufgeführt, Spezifikationen und sowas alles. Wie man welche Knöpfe drückt und ja, Coil wechselt und so weiter. Welche Sicherheitsschutzschaltungen es gibt. Oh, die anderen finde ich eigentlich ganz gut. Oh, ein bisschen klein geschrieben, aber finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Ja, des Weiteren haben wir hier ein Kärtchen drin, wie man den ja, Wireless LAN Charging benutzt. Wenn man das hat, muss man separat erwerben. Man kann es aber auch mit USB-Kabel laden. Hier eine Danksagungskarte. Dann nochmal ein Hinweis, wie man die Kappe abzieht. Also nicht gerade hoch, sondern ein bisschen kippen und dann hochziehen. Zeige ich euch aber auch nochmal gleich. So ein nochmal eine Gebrauchsinformation. Dann haben wir hier USB-C-Ladekabel. Dann haben wir hier so einen Baumwollfilter. Na, das ist also ein normales Drip-Tip, 15er oder auch mit einem Filter. Ich habe jetzt den weißen Filter verbaut, deswegen hier noch ein schwarzer als Ersatz. Und dann den Pot. 3 ml Füllvolumen und ein leider nicht wechselbarer Coil. Das Mesh-Coil 1,2 Ohm. Ja, das Gerät hat eine Beschichtung, ja, so ein Gummi, wie so eine Gummihaut, sage ich mal, fasst sich sehr schön an, ist auch rutschfest so. Ne? Jetzt habe ich natürlich schwarz, das ist ein bisschen, siehst du jeden Fingerabdruck, sagen wir mal, wenn ein Liquid vor allen Dingen dran ist. Es gibt eine silberne und eine weiße Variante, so viel ich weiß, und da denke ich mal, wird man es nicht so sehen. Aber wir schauen jetzt mal an, welche Höhe das Gerät hat. Und zwar haben wir jetzt hier mit der Kappe 15,7 mm. Eine Breite von 32,5 und die breiteste Stelle hier 19 mm. Ja, und das ganze Teil wiegt knapp 50 Gramm, nicht betankt, leer, sage ich jetzt mal. Wir schauen mal hier oben, aber eine Abdeckung. Das ist jetzt hier der Filter verbaut. Wie gesagt, den kann man ja wechseln zu einem Drip-Tip, ne, was dabei liegt. Hier unten kann man dann das magnetisch hier unten dranhängen und dann hier mit dem Drip-Tip oder mit dem Filter betreiben. Wir haben hier ein Sichtfenster, wo man nicht wirklich viel sehen kann. Das wäre besser gewesen, wenn sie hier seitlich und da seitlich, dann würde ein bisschen Licht durchscheinen, könnte man was besser sehen. Ja, der Taster, jo, ist eigentlich recht fest. Da funktioniert eigentlich ganz gut, da klappert auch nichts. Ihr habt ja gesehen, ist eine kleine LED. Und hier unten haben wir dann hier USB-C-Anschluss und ja, Mülltonne CE-Zeichen und das Logo nochmal. Hier ist ein 900 mAh Akku verbaut. Der ist dann wohl mit USB-C-Kabel in 50 Minuten geladen. Oder halt mit dem Wireless Charger kann man das auch betreiben. Zeige ich euch gleich nochmal, wie das da funktioniert. Um an den Pod zu kommen, ja, wir kippen hier vorne ein wenig an und ziehen das ab. Und dann haben wir hier den Pod sichtbar. Hier sehen wir auch direkt den Füllstand. Ne, die gesamte, wenn wir den rausziehen, kommen wir hier unten die Kontakte und hier die Magnete. Die sind dann auch hier auf der Gegenseite. Coil lässt sich leider nicht wechseln, 3 Milliliter Fassungsvermögen. Wir haben dann hier, wenn wir den wechseln, haben das Gerät angeschaltet und kommt auch direkt ein Vibrieren. Ja, quasi Topfill, hier so ein Gummilippe, ne? Und kann man dann direkt Liquid einfüllen, passt also Chaviflasche, passt eigentlich alles rein soweit. Wenn ihr das 15er Drip-Tip benutzen wollt, dann macht auf jeden Fall ein bisschen Liquid an die O-Ringe von dem 15er Drip-Tip, damit das schön rein und rausrutscht, weil das bleibt hier quasi in der Kappe drin stecken. Und wenn ihr das sonst rauszieht, kann es sonst passieren,
das hier den ganzen Pott mit rausziehen. Also schön ein bisschen Flutschi dran und dann läuft das ganz gut. Hier sind so kleine Nasen, wo das einrastet. Ja, okay, die Frage ist, wie lange hält das? Aber man sollte es auf jeden Fall so auf und zu machen, wie der Hersteller es vorgibt. Den Filter habt ihr hier sehen, da sind so kleine Pfeile drauf, damit ihr wisst, wie rum ihr die reinstecken sollt. Einfach Kappe drauf, Filter runterdrücken und dann ist es wieder zusammen. Ja, mit 5-mal Klick schaltet man das Gerät ein. Wir machen das jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5. Dann seht ihr ja einmal alle Lämpchen aufleuchten. Dann sind aktiviert. Also wir können den dampfen, indem wir mit Feuertaster dampfen oder aber auch Zugautomatik. Wir können jetzt hier den Taster quasi sperren, also abschalten, dass er gar nichts, keine Funktionen mehr hat. Mit 3-mal Klick, 1, 2, 3. Dann signalisiert das hier nochmal, dass er bestätigt er das. Dann können wir nur noch mit der Zugautomatik dampfen. Was eigentlich ganz gut ist, wenn man in der Tasche steckt, ne, damit das hier nicht mal losgefeuert, wenn man den nicht ausgeschaltet hat. Er vibriert nach 20 Mal ziehen. Das soll einen quasi daran erinnern, dass man jetzt genug gedampft hat. Und das können wir auch abschalten, indem wir dann 4-mal klicken. 1, 2, 3, 4. Da vibriert er auch einmal und bestätigt das nochmal. Jo, dann kann man ohne, dass er nach 20 Mal ziehen vibriert, dampfen. Zugautomatik funktioniert ganz gut, die springt recht schnell an, also kein Problem, klappt einwandfrei. Ja, Ersatzpots müsst ihr euch nüchtern noch besorgen, da ist leider nur einer bei. Ja, die sind alle 1,2 Ohm Mesh. Um die Wireless Charging mal zu verwenden, schauen wir mal hinten auf den Karton, da ist auch nochmal, wie auch gerade auf der Karte zu sehen, symbolisiert, wie man das benutzt, wie man den da drauflegt. Und ja, nehmen wir den. Genauso wie auf der Abbildung, legen den hier auf dieses Kreuzchen und dann seht ihr auch gleich die Lampe anspringen oder leuchten. Bedeutet, er lädt das Gerät. Ist ein bisschen fummelig, ihr müsst genau treffen den Punkt. Ne? Also wie genau wie auf der Abbildung, den unteren Teil, so auf das Kreuzchen legen hier in der Mitte. Und dann sollte es eigentlich immer treffen. Wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann weiß man das. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns mal oben zum Fazit und ja, dann dampfen wir den und sprechen mal über Pro und Contra. Ja, da sind wir zum Fazit und zwar gucken wir mal auf die Pro und Contras von dem DAWAN Asset, was ich so dazu sage. Fangen wir mit den Contras an. Coils sind nicht wechselbar, okay, das bemängel ich eigentlich immer. Ich habe nach ein paar Tagen gehabt, dass unter den Coils auch nass war, also dass die nach ein paar Tagen den Unterdruck verliert aus dem Tank und ein bisschen aus der Airflow unten rauskommt, dann müsst ihr schauen, am besten immer gleich leer dampfen und dann geht's, ne? Oder mal den Pott rausnehmen, auf den Zebra legen oder so, damit das ganze Gerät nicht vorläuft. Aber das ist halt bei vielen Pott-Systemen so. Ja, und dann hatte ich bei einem Drip-Tipp-Gebrauch, habe ich leichtes Gurgeln gehabt. Das ist wahrscheinlich Kondens, was ich gesammelt habe und das ein bisschen Gurgel da drin, weil wenn man reingepustet hat, dann war es Gurgeln weg, lag also dann nicht unbedingt an der Coil. Einfach wahrscheinlich am Kondens, aber mit dem Filter sollte es eigentlich nicht vorkommen, weil da ja auch so Liquid oder Kondens aufgenommen wird. Da muss man natürlich dann ne, immer wechseln mit diesem Filter. Muss man sich natürlich auch wieder kaufen. Aber okay, wenn jemand das gut findet mit den Filtern, ist es ja okay, dann soll er das gerne machen. Sichtfenster hier, okay, das ist nicht wirklich, kann man nicht wirklich viel erkennen. Besser wäre, wie ich schon gesagt habe und gezeigt habe, hier so ein paar seitliche Schlitze. Aber ich habe gehört, es soll davon eine Ersatzkappe geben in Transparent, dass man es dann auch direkt sehen kann. Das will wohl auch auf den deutschen Markt wohl kommen. Und was ich ein bisschen, ja, bei dem Wireless Charging muss man wirklich genau treffen, ne, wo der Punkt ist, dass das Gerät geladen wird. Aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, denke ich mal, kriegt man es auch hin. Aber muss ja erwähnt werden. Ja, als Pro habe ich jetzt hier Zugautomatik, finde ich ganz gut. Funktioniert einwandfrei und Feuertaste haben wir auch, können wir auch mit feuern. Wir können ihn auch abschalten, das finde ich ganz gut. Und die Vibration für nach 20 Zügen als Erinnerung, ja, okay, für Umsteiger, warum nicht, ne, dass man daran erinnert wird, nicht so viel zu dampfen. Kann man ja, wie gesagt, auch abschalten, finde ich auch schon mal gut. Ja, man kann Drip-Tipp und Filter benutzen, finde ich auch super. Ist man jetzt nicht nur gebunden an irgendeinen Filter, man kann das auch Drip-Tipp, finde ich sowieso angenehmer jetzt für mich jetzt. Bin es ja auch schon seit Jahren gewohnt. Was auch cool ist mit dem Magnet, mit der Kappe hier oben drauf, dann ist das schön verschlossen. Hält auch ganz gut die Kappe.
Ja, und das Laden mit Wireless Charging und USB-C-Kabel finde ich gut, dass beides möglich ist. Und ja, auf der Ladeschale kann man sogar sein Handy drauflegen. Ja, das sind soweit meine Pro und Kontras von dem The One Asset. Ja, aber ich finde eigentlich ein gelungener Umsteiger-Pod-System ist okay. Ja, also für ein Pod-System würde ich ihm da schon 8 Punkte geben wollen. Das ist eigentlich mit Filter oder auch mit Drip-Tip, merke ich da jetzt keinen großen Unterschied. Also von daher würde ich sagen, also bei beiden Drip-Tipps Verwendung auch diese 8 Punkte. Und ihr müsst natürlich wie immer selber entscheiden, ob das für jemanden, für euch oder für jemanden was ist, wenn ihr einem das schenken wollt oder wie auch immer. Ja, das war's dann auch jetzt von mir. Und ja, wie immer einschalten, wenn ihr findet, wieder ein neues Video hat. Ciao!